Hallöch, meine Freunde, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Deponia. Nee, goodbye Deponia. Ich werde es, glaube ich, nie kapieren. Auf jeden Fall wünsche ich sehr viel Spaß bei der Folge und immer schön bewerten, ne? Hier ist niemand. Na prima, dann kann ich ja reinkommen. Was? Nein, stopp! Zu spät! Hallo? Du da, unter dem Laken. Hier ist niemand unter dem Laken. Sei nicht albern. Ich sehe dich doch. Du siehst Gespenster. Kann nicht sein. Ich glaube nicht an Gespenster. Vor allem nicht an diese gruselige Sorte, die sich in dunklen Hotelzimmern rumtreibt und die auf ewig in der Zwischenwelt gefangen ist, bis ihre arme Seele endlich Erlösung gefunden hat. Ich bin kein Gespenst. Und eine Erlösung wäre es, wenn du endlich verschwinden könntest. Nicht so hurtig. Wenn du also kein Gespenst bist, was treibst du dann hier ganz alleine? Im Dunkeln, direkt neben diesem Guckloch zum Nebenzimmer. Ich bin ein Gespenst. Verzieh dich, sonst bekommst du meine übernatürlichen Gespensterkräfte zu spüren. Es sei denn natürlich, du bist der Zimmerservice. Aha, ein Spanner. Ich hab dich durchschaut. Was gibt's da zu sehen? Ich bin der Zimmerservice. Sehr gut. Dann räum bitte das Geschirr weg, das ich neben die Tür gestellt habe. Aber hier liegt kein Geschirr neben der... Oh, Moment, da war doch welches. Na toll. Was gibt's da zu sehen? Hey, bleib da an der Tür stehen, wo ich dich sehen kann. Oh, ich dachte, Mann. Ich soll verschwinden. Ja, richtig. Verschwinde! Kannst du dich vielleicht mal entscheiden? Ich will doch da cool gucken. Vielleicht ist da Toni zu sehen, nackt. Oder Goal. Naja, reden wir mal weiter. Bevor ich dich aber allein lasse... Oh je, jetzt kommt alles raus. Wozu braucht ein Gespenst denn den Zimmerservice? Um das Laken zu wechseln? Finger weg von meinem Laken! Schon klar. Ich kann mir vorstellen, wie unangenehm es ist, wenn sie den Saum so tief unter die Matratze stopfen. Ein Freund von mir ist mal in meine Laminiermaschine geraten. Er hat noch die ganze Nacht lang geheult. Zum Glück ist mir am Morgen wieder eingefallen, wie man die Kiste ausstellt. Aha, aber wie gesagt, es geht hier nicht um das Laken. Es soll lediglich das Geschirr weggeräumt werden. Und wozu brauchst du das Geschirr? Für einen Mitternachtsimbiss. Ach ja, logisch. Ja, habe ich auch öfter mal. Ich glaube nicht, dass du ein Gespenst bist. Und wie, wenn ich fragen darf, kommst du zu dieser Erkenntnis? Ganz einfach. Gespenster erscheinen nur denjenigen, die sich etwas vorzuwerfen haben. Sie sind so eine Art Stoff gewordenes schlechtes Gewissen. Aha, schlechtes Gewissen. Ich, du hast Ideen. Wenn ich dir doch sage, ich aber habe mir nicht das Geringste vorzuwerfen. Ja, ach, natürlich. Jeder hat doch irgendwelche Laster. Also ich hab nur ein PKW und kein Laster. Ich habe kein Laster, kein einziges. Warum würde mich Goal wohl sonst mit nach Elysium nehmen? In der kurzen Zeit, die wir uns kennen, habe ich sie bereits zweimal aus fahrenden Organon-Kreuzern geworfen. Ihr Espresso aus Batteriesäure eingeflößt, ihr Bewusstsein in drei Teile gespalten. Und heute Morgen habe ich versehentlich die Babyschildkröte, die sie gesund pflegen wollte, mit Schnellzement ausgegossen. Aber sie hat mir alles verziehen. Mein Gewissen ist rein. Hast du mal darüber nachgedacht, dass es vielleicht nicht darauf ankommt, ob diese Goldie verzeiht, sondern du dir selbst? Boah! Aber das wäre doch voll egoistisch. Finde ich nicht. Schön. Ich verzeihe mir. So. Und nun? Was? Und nun? Ja, du bist ja immer noch da. Also wenn du wirklich eine Manifestation meines schlechten Gewissens wärst, müsstest du dich da nicht irgendwie jetzt aufgelöst haben oder so? Vielleicht muss ich mir auch selbst verzeihen. Natürlich. Genau wie in Mein Freund der Geisterastronaut. Was? Ich will erstmal sein Laster wissen. Was ist denn dein Laster? Ist das nicht offensichtlich? Du bist Bettnässer. Quatsch. Guck doch mal, wo ich hier stehe. In einem dunklen Hotelzimmer. Neben? Einem Loch in der Wand. Und was sagt dir das? Ah, ich hab's. Du bohrst gerne Löcher. Nein! Hä? Aber Moment, du meinst doch nicht etwa... Doch, ich höre gerne Leuten dabei zu, wie sie unter der Dusche singen.
Also ich habe jetzt gedacht, du bist einfach einer von uns, der gerne spannt. Aber unter der Dusche singen, Leute beim Singen zuzuhören, das ist krank, mein Freund. Na los, hopp, dann verzeih dir doch einfach. Das ist nicht so einfach. Ich schäme mich wirklich sehr. Und wie willst du dann jemals Erlösung finden? Ich dachte, ich bleib hier einfach im Dunkeln stehen und kämpfe dagegen an. Oh Mann, was für eine Jammertüte. Ja, das stimmt. Naja, gut. Laster Kanaster, reden wir über was anderes. Oh, sehr gerne. Darf ich mal das Licht anmachen? Hier gibt es kein Licht, nur Dunkelheit und Scham. Scham? Ja, na klar, wenn ich da bin. Scham. Ja, Scham. Ich bin sehr charmant. Nein, Scham. Herrgott, du wirst doch wohl Scham kennen. Ja, ach so, Scham, natürlich. Diese kleinen, schamförmigen Dinger. Scham, ja, klar. Er kennt keinen Scham. Ach ja. Nettes Laken. Finger weg von meinem Laken. Brauchst du es noch lange? Solange du hier drin bist, ja. Also muss ich rausgehen, dann gibst du es mir oder weiß nicht. Ich wollte sowieso gerade gehen. Ein Glück. Wie mein? Hinfort, hinfort. Schon besser. Oh. Hey, bleib da an der Tür stehen, wo ich dich sehen kann. Ach Mann. Ich dachte, ich soll verschwinden. Ja, richtig. Verschwinde! Kannst du dich vielleicht mal entscheiden? Na gut, dann gehen wir eben. So, dann gehen wir mal zu den drei Fragezeichen. Oh. Das sieht nach einem Spiel aus. Aber so verlange ich nicht weiß, wofür man die Heizung verstellen muss, mache ich das lieber nicht. Oh, ein Pastetenautomat. Mit einem lustigen Schleimtroll in jeder fünften Pastete. Geil! Und ich dachte all die Jahre lang, dass die gar nicht mehr hergestellt werden dürfen. Oh, okay, dann nehmen wir uns einen. Wer braucht schon Münzgeld, wenn er über magische Finger und ein unbestreitbares Händchen für Automaten aller Art verfügt? Die Gabel! Uah. Sie war wieder da! Ah. Gut, dann haben wir noch da einen Freifall zu den... Beides zu den Zimmern, okay. Dann gehen wir zu den drei Fragezeichen. Oh, langsam kriege ich auch Hunger. Ich hätte frühstücken sollen. Ach, das war hier, wo ich gedacht habe, das hier ist die Kontoauszugautomat und das ist der Geldautomat. Naja. Also wenn du mir jetzt einen Buchstaben andrehen willst, gell? Was denken die sich bloß dabei, eine Tonne für Fischabfälle direkt unterhalb der Gästezimmer aufzustellen? Hier hat es doch ein für die Müllentsorgung perfekt geeignetes Geländer. In solchen Mülltonnen kann man die verrücktesten Sachen finden. Oh, ein Pelikan. Das ist nicht mal verrückt, das ist maximal milde merkwürdig. Ja, das stimmt. Haben wir irgendwas zum Füttern? Naja, bis jetzt nicht. Nun gut, dann gehen wir eben zur Rezeption irgendwo. Irgendwo muss ja Boso sein, ne? Gehen wir mal da hoch. Da ist niemand da. Drei Fragezeichen wieder. Eine Klingel. Und nochmal drei Fragen. Dann klingeln wir mal. Ach, upsie. Oh. Mein Kreislauf klötert. Ich sollte nicht so schnell hochkommen. Oder mal ein bisschen Sport treiben. Schleichen Sie sich doch nicht so an. Schleichen? Ich hab doch geklingelt. Ich dachte schon, das sei mein Tinnitus. Wäre kein Wunder bei dem ständigen Lärm der Kreuzertrasse. Von der kalten Zugluft mal abgesehen. Oder den Schimmelpilzen. Aber ich schweife ab. Willkommen im Hotel Minnetekel. Wollen Sie ein Zimmer mieten? Ich glaube nicht, nachdem du sowas gesagt hast.
Ich suche eigentlich nur meine Freunde. Ein seniler Gartenzwerg, eine Bordsteingiraffe und ein Zirkusbär mit Hut? Das sind sie. Ja, wir haben hier vorhin eingecheckt. Sie sahen nicht so aus, als könnten sie sich einen Anwalt leisten. Darum habe ich ihnen Zimmer 5 gegeben. Aber keine Sorge. Solange sie keine Lichtschalter, Steckdosen oder tragende Bauelemente anfassen, dürften sie die Nacht überstehen. Vorausgesetzt natürlich, sie bleiben nach Mitternacht auf ihrem Zimmer. Dabei fällt mir ein, haben sie zufällig eine offene Rechnung mit Dämonen, finsteren Gottheiten und kürzlich Verstorbenen? Nicht, dass ich wüsste. Super, dann wäre ja alles geklärt. Sie ahnen ja nicht, wie zimperlich sich manche Versicherungen anstellen, wenn es um übernatürliche Todesursachen geht. Hier ist Ihr Schlüssel. Ich wünsche Ihnen einen schönen Aufenthalt im Hotel Menetekel. Danke, mein Bester. Moment mal, wenn die schon im Zimmer sind. Wie viele verdammte Schlüssel 5 gibt's denn? Naja. Willst du andeuten, dass es hier spukt? Haben wir ja gemerkt. Aber nicht doch. Hier an der Rezeption sind wir sicher. Es sind die Zimmer, über die ich mir Sorgen machen würde. Insbesondere Zimmer 13. Wieso? Was ist denn mit Zimmer 13? Sagen wir einfach, es war ein Fehler, die Indianer dort zu beerdigen. Ach ja. Außerdem hat sich eine Weltuntergangssekte in der Wäscherei eingenistet. Aha. Wenn Sie also saubere Bettwäsche brauchen, sollten Sie darauf achten, keine religiösen Insignien oder Jungfrauen bei sich zu tragen. Gut zu wissen. Ich habe ja immer Jungfrauen bei mir. Menetekel. Seltsamer Name für ein Hotel. Finden Sie? Ich fand den Namen immer ganz putzig. Er bedeutet so viel wie drohendes Unheil. Das meine ich ja. Wer will denn in einem drohenden Unheil wohnen? Tun wir das nicht alle? Tja, aber wenn man die Wahl hat? Haben Sie aber nicht. Oder haben Sie in der Gegend ein anderes Hotel gesehen? Das stimmt. Hab keins gesehen. Seltsamer Ort für ein Hotel, direkt unter der Organon-Kreuzer-Trasse. Finden Sie? Unsere Umfragen haben ergeben, dass dies die ideale Lage für Kundschaft aus unserer Zielgruppe ist. Menschen ohne Geruchssinn? Leute, die so verzweifelt sind, dass sie sich alles gefallen lassen. Ah, die. Ja, dazu können wir ja leider auch. Kennst du die Gerüchte, dass Deponia gesprengt werden soll? Na klar, im Umkreis von mehreren Meilen ist deswegen das Popcorn ausverkauft. Nun, es ist alles wahr. Und ich bin derjenige, der es verhindern wird. Oh, prima. Ich dachte schon, das bleibt wieder an mir hängen. Was? Immerhin musste ich diese Woche schon die Hoteltoilette sauber machen. Soll das ein Witz sein? Erzappt. Natürlich habe ich die Toilette nicht sauber gemacht. Ja. Soweit kommt's noch. Hallo, ich rede hier von der größten Katastrophe aller Zeiten. Ah, Sie kennen unsere Toilette also bereits. Ich kenne die Person, die auf der Toilette sitzt. Wie finde ich denn das Zimmer? Oh, wahrscheinlich furchtbar. Ich würde darin nicht übernachten wollen. Warum frage ich überhaupt? Na, das stimmt. Warum fragst du überhaupt? Ich gehe da mal auf mein Zimmer. Tun Sie das. Ich werde Sie nicht aufhalten. Und bevor Sie fragen, das erfüllt nicht den Tatbestand einer fahrlässigen Körperverletzung. Wir haben das prüfen lassen. Na, du bist mir ja einer. Mir gefällt seine Arbeitseinstellung. Sie ist modisch, bequem und hält den Kopf schön warm. Das stimmt. Gut, dann schauen wir uns mal um. Noch ein bisschen. Die Cafeteria. Was gibt's denn da? Oh, Salz und Pfeffer. Sieht aber eher aus wie Tabasco oder sowas. Aber das... Dr. Übel Pfeffsnack enthält mindestens 20% Pfeffer. Probieren Sie auch Dr. Übel Reptilienfutter, Dr. Übel Köderinsekten und Dr. Übel Allzweckschaben. Das waren jetzt 5 Dinge, oder? Sprich, wenn von allem 20% mindestens drin sind, dann kann man da alles das Gleiche verkaufen. Sprich, wir wissen jetzt, was in dem Pfefferstreuer drin ist. Okay, dann nehmen wir noch mit. Das könnte nämlich praktisch werden. Sehr beeindruckend. Wusstet ihr, dass Salz Schimmel ansetzen kann? Nee, ehrlich gesagt nicht. Oh, Korkenzieher. Ich bewundere seine Taktik. Auf Umwegen zum Kern des Problems vordringen und dann Problem gelöst. Das stimmt, dann nehmen wir ein Auglamet. So. Sonst noch irgendwas? Eine Kaffeemaschine. Können wir wieder unseren Spezialexpresso machen. Ich trinke meinen Kaffee normalerweise schwarz, aber hier scheint es ihn nur in grau-grün zu geben. Mal gucken, ob da noch was drin ist. Nicht so wirklich. War ja tatsächlich noch was drin. Staub. Alter, was ist das für ein Husten? Du musst mal zum Arzt. Zum Doc. Ich kann ja nicht viel mit moderner Kunst anfangen, aber
Das finde ich gut. Es ist aus der Perspektive eines Menschen gezeichnet, der arglos die Urne seiner verstorbenen Mutter öffnet und dann an einem Herzinfarkt stirbt, weil ihm plötzlich Juxblumen daraus entgegenspringen. Schade nur, dass es so schief hängt. Dann mach's doch gerade. Oh. Aha, da haben wir ja den Übeltäter. Eine Mutter. Die hält wohl das Schlüsselbrett vorne an der Rezeption. Oder die Uhr. Oder beides. Dann mach's weg. Er braucht schon Werkzeug, wenn er Hände wie Schraubstöcke hat. Ganz schön glitschig, meine Schraubstöcke. Ah, solange keine Eierstöcke hast. Also hier scheint auch nichts großartig zu sein. Wo ist Boso? Ach, wir haben ja die Schlüssel. Ich weiß ja, wo Boso ist, aber wir gucken uns noch weiter um. Oh. Was geht denn hier ab? Hum, hum, kumbaya. Okay. Hallo, ihr freundlichen, kaputten Männer, die einer sicherlich völlig gewaltfreien Organisation angehören. Steht ihr hier für die Waschmaschine an? Hum, hum, kumbaya. Psst. Ihr könnt mich doch sicher vorlassen, oder? Benehmt euch einmal unheimlich für... Klar, kein Problem, Kumpel. Hum, hum, kumbaya. Cool, dann kann ich ja sicherlich kurz mal eben... Hum, hum, kumbanein. Verdammt. Schade. Aha, aha, aha. Sehr interessant. Moment mal. Der Geist, der hatte ja einen Laken um. Und er hat ja am Anfang gesagt, er ist kein Geist. Vielleicht will er bei der Sekte mitmachen. Hat aber keinen Bademantel, bekommt keinen, weil er auch aus irgendeinem Grund nicht mitmachen darf. Und wir müssen einen Bademantel für ihn besorgen. Na, Rätsel gelöst, Spiel vorbei, gut. Na, da haben wir doch das Spiel schon fast durch, oder? Naja, auf jeden Fall kommt noch eine Weile, Bass. Und ja, ich bedanke mich fürs Zusehen. Und wie gesagt, hier hat es noch ein paar Links um mich rum. Und man sieht sich das nächste Mal. Bis dahin, ciao.